Und willkommen direkt zum nächsten Let's Play. Jetzt habe ich auch wieder diese automatische Taktung aktiviert. Ich hatte vorhin auf dauerhaft volle Prozessorgeschwindigkeit, was natürlich darin geändert hat, dass mein Rechner etwas öfters aufgeheult hat, weil er natürlich ja unnötig hoch getaktet hat. Ich weiß nicht, ob man das im Video allzu störend empfundenerweise mitbekommen hat. Egal. So. Ja, dann wollen wir mal instant weitermachen. Wir sind jetzt irgendwie bei Level Schlag mich tot. Das müsste jetzt Level 13 sein, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es ja sehen. Ja, Level 13. Und das sieht mir schon mal aus wie ein Haus. Hallo? Oh, okay. Ja, es ist ein Stadtlevel. Willkommen also langsam in die City. Wow. Arschgeil. Und ja, wie gesagt, wir werden Extermination Day, sobald ich mit dem Doom for Doom Let's Play von Extermination Day durch bin, weil ich das Ganze auch nochmal mit Brudeldoom spielen in der dann aktuellen Version. Derzeit ist Version 21 Release Kandidat 1 draußen. Oh, da ist er danach gekommen. Die haben den einfach zurückgelassen. Ich glaub's nicht. Ich dachte, das Militär hält immer zusammen. Was sind das für Kameradenschweine? Also wenn ich das jetzt gewesen wäre, ne? Ich hätte den anderen direkt ein paar Raketen hinterher geschossen. Weißt du, weil ich bin ja auch ein Kameradenfreund, ne? Und wenn ich merke, dass die anderen einfach schon schneller sind als ich, dann möchte ich ihnen das natürlich auch gönnen und sie praktisch dafür belohnen, dass sie es schaffen, schneller zu fliegen als ich. Und als Beleidigung dessen, dass ich so arschlangsam bin, muss ich ihnen natürlich ja, sozusagen muss ich mich selbst bestrafen, indem ich ihnen ein Geschenk entrichte. Hm? Ja? Aufopfernd werde ich also alles, was ich habe, ihnen schenken. Blöd dabei ist nur, dass ich im Süßen jetzt natürlich dann aus, weil ich nur Raketen haben werde. Und dementsprechend werde ich ein paar Raketen hinterher schießen. Diesen kleinen Sackgesichtern. Okay. Ja, wie gesagt, ich werde, nachdem ich das mit Doom for Doom durch habe, ich glaube mal Death for Toll, also DVT, werde ich wahrscheinlich nicht spielen im Let's Play. Allerdings, wie gesagt, mit Brutal Doom. Und wenn ich dann mit Brutal Doom fertig bin, werde ich mich vielleicht auch noch dazu durchringen lassen, das Ganze noch ein drittes Mal durchzuspielen. Und zwar mit Project Brutality. Weil ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, du hast aber wirklich Verspätung. Die anderen sind bereits am Nordpol. Vielleicht holst du sie noch ein. Vielleicht auch nicht. Ja, ich persönlich mag Project Brutality etwas mehr als Brutal Doom. Von daher werde ich vielleicht auch erst Project Brutality spielen und dann Brutal Doom. Hier sind drei Senden, sind drei. Heißt also, ich starte automatisch sofort ein, zwei Frontenkrieg. Gibt's hier noch mehr? Oh, ja, der hat das nicht schon gesehen. Ja, komm, direkt Krieg hier. Ja, siehst du, genau das meine ich. Ihr seid ja wohl alle nicht mehr ganz dicht hier. Dankeschön. Jawoll. Ach ja. Ist richtig, die da hinten kriegen mich natürlich auch mit. Dankeschön. Wow. Haha. Yay. Okay, hier ist eine Tür. Oh, da ist ein Minigun. Brauche ich die bisher? Nein, brauche ich nicht. Dann geht's. Hier geht's noch weiter.
Und zwar, da ist ein Durchgang. Hier ist ein Durchgang und ein paar. Oh, Alter. Aber ich hab ich nicht? Display Options, OpenGL, Texturen. Ja, das Precache der GL-Texturen hab ich doch aktiviert. Versteh ich nicht. So, okay. Umweltverschmutzung. Gibt's hier Bananen? Snicker? Oh! Wow! Ein Spiel, in dem Mülldurchsuchen belohnt wird. Ich bin so stolz auf euch. Kommt da gar nicht rein? Doch. So witzig. Hier, ich werde erst, wenn ich hier auf der Kante stehe, werde ich zurückgeschoben. Seht ihr? Ich rutsche hier praktisch runter. Aber sobald ich denn drinne bin, bleibe ich drin. Ist doch behindert. Okay. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Gut, dann gehe ich mal davon aus, ich muss hier rein. Dann gehe ich mal davon aus, ich speichere erstmal. Und bam. Bam. Was erwartet mich hier drin? Oh. Ein paar Pinkies. Das ist aber lieb von euch. Hey, hast du mich gerade ernsthaft? Die klauen mir meine gesamte Rüstung. Oh, noch mehr. Da auch noch. Haha. Das ist nicht nett. Bitte geh weg. Ich hasse euch alle. Get out of my way. Alter! Nein! Du! Arschloch! Geht doch! Achso, wenn hier draußen so viel von dem Zeug rumliegt, sollte ich vielleicht auch diese Waffe benutzen. Das macht Sinn, bevor ich dann wieder am Ende dann dabei bin, Schrotflintmunition zu suchen. Wie so ein Bekloppter. Aha. Aha. Da geht's rein. Da ist ein Fenster, da ist noch ein Fenster. Da sind ganz viele Fenster hintereinander. Oh Mann. Ja, an die Stadtlevel erinnere ich mich teilweise nicht ganz so sehr, weil die habe ich tatsächlich sehr oft übersprungen. Wenn ich so privat damals Brutal Doom gespielt hatte, Starter Pack. Weil. Ja, die Startlevel, die sind halt sehr undurchsichtig und dementsprechend hatte ich da selten Bock drauf. Aber keine Angst, jetzt fürs Let's Play werde ich sie natürlich mit durchspielen. Ich hoffe nur, dass ich sie auf Ultraviolence schaffen werde. Ich hoffe immer noch, dass ich mich mit dem Ultraviolence nicht übernommen habe. Weil wie gesagt, ich bin normalerweise privat immer bei der Schwierigkeitsstufe normal. Das ist wieder auf den Schalter, das da hinten. Hoffentlich nicht den Schalter für die Tür. Nee, ist nur eine Textur. Okay, schade. Von daher. Doom for Doom ist sowieso schon immer ein bisschen schwieriger. Weil gerade diese Revenants ganz schön scheiße Angriffe haben und diese Fatmans, also diese Dinger, die diese Säurebälle verschießen und Feuerbälle verschießen, sind auch ein bisschen stärker. Ich hoffe echt, dass ich das hier packen werde. Von daher werde ich auch schon oft speichern, immer wenn ich einen relativ sicheren Spot habe. Hä? Lol. Kriege ich das jetzt hier nicht auf? Ja, wow. Also man sollte sich mit den Texturen schon ein bisschen zusammenreißen, ne? Warte! Warum? Was für... Oh Gott, ihr könnt durchs Fenster schießen? Was ihr könnt, kann ich nur lange. Wo bist du? Wo? Mann, oh. Achso, ich habe hier noch Ding aktiv.
Dankeschön. Na dann mal. Geht doch. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ach, da oben. Willkommen, willkommen. Ist da mehrere? Ist da hinten noch einer? Hab ich gerade gesehen. Hä? Ach, scheiß drauf. Ich muss erst mal raus. Ich frage jetzt nur wo. Bei dem Knopf? Oh, Munition. Munition! Munition! Schild! Yay! Ah, Schalter! Yay! Yay! Oh! Nein! 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 Alle weg hier! Alle weg! Ach, Scheiße! Ich bin tot! Oh Gott! Mann! Alle weg! Oh. Ja. Ah. Ach so, dann ist halt nur noch so ein. Hell nein. So, die. Ach, oh Gott, das ist auch noch hinten so ein Revenant. Ach Mann, Alter. Ihr seid doch alle krankhaft krank. Kommen die jetzt mal oder was? Ist das behindert hier? Okay. Sieht hier hinten gut aus? Ja, ja. Ey, kann ich doch rüber? Keine Ahnung. So. Ah, da kommt mal her. Wie viel ist das? Mal schauen. Boah, noch Mann. Ich fick noch. Und zwar jetzt. Vielleicht sofort. Ah, hat genau gepasst. Das hat so perfekt gepasst, das könnte von mir kommen. Da ist auch noch ein Schalter. Achso. Wahrscheinlich kann man die Tür auch von außen öffnen. Das macht Sinn. Halt also, es gibt hierhin zwei Wege. Okay. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Okay, war alles klar. Es sieht so aus wie ein Hell Knight. So ein, ja, das ist ein Hell Knight. Also kein Hell Knight, sondern so. Na, hier diese Weißen. Nicht die Roten, sondern die Weißen. Die etwas Schwächeren. Boah, Alter. Genau deswegen hatte ich diese ganzen Städte. Das ist so ultra uneinsichtig. Man hat ja einfach so viele Schlupflöcher. Ist ja scheiße, ist das ja. Oha. Oh Mann, oh. Nein, 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 nein. Kommt zu Papi, kommt zu Papi. Oh Mist, ich hab dich nicht abgedrückt. So. Damit habe ich hinten für das Schlupfloch. Perfekt. Ich werde hier einfach mal speichern. Ja. Schöne Leonfarbe. Nein. Hallo, dann sind wir mit der Decke bald noch fertig. Komm jetzt. Achso, gestorben. Komm!
Geht doch. Dann haben die alle schon gegeneinander gekämpft, oder warum sterben die so schnell? Okay. Ich wiege mich mal in Sicherheit. Denn es sieht ja jetzt ganz ruhig aus. Oh, oder auch nicht. Ach! Na komm! Na! Habe ich gerade Monster? Wo ist der denn? Hallo? Ah! Okay. So, wo geht der nächste hin? Schnell, bevor die Zeit abgelaufen ist. Hier geht's rein. Oh ja. Ist doch noch einer. Sag mal, wo kommst du denn her? Aus der Maske her. Deine Mutter ist verhältlich. Weiter, weiter, ich muss weiter. Hier geht's noch rein. Jetzt, da ist noch einer, da oben ist noch einer. Da geht's noch ein. Ah, scheiße, zu spät. Dankeschön. So, ein Spiegelein. Hallo. Hä? Was? Die kann man nicht benutzen? Ist ja voll hässlich. Ja, die gehen. Na oh, wow. Wow, oh nein, 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 nein. Okay, okay, okay. Achso, ich habe keine, gar keine Trostflinte. Oh, scheiße. Na komm. Jawoll! Ha! Auf engem Raum ist man den wahrscheinlich tatsächlich überlegen. Hat der das Klo geklaut? Okay, Anzeige ist raus. Also erstmal, bei Toilettenklauen hört der Spaß für mich auf. Ja? Ich meine, wenn irgendwelchen reichen Leuten ihre Ferraris klauen, okay, das ist ein Sachschaden von 100.000 Dollar oder Euro oder Penny. Ja, es geht noch, verkraftbar, es ist nur Geld. Aber eine Toilette zu klauen, das ist einfach nur unmenschlich, ja. Stellt euch einfach mal vor, ihr wart gerade auf einem Rockkonzert, 5 Stunden plus 3 Stunden am Empfang warten. Und müsst nach dem Rockkonzert übelst pipi. Also für die hart eingesessenen unter euch pissen. Na? Ihr müsst richtig ein abseilen. Wobei das was anderes bedeutet. Kommen die rein. Ja? Und dann klaut einfach einer direkt vor eurer Nase die Toilette. Das ist mit keinem Geld der Welt wieder wegzumachen. Das ist ein Verbrechen wider der Natur. Ein Verbrechen wider der Natur. Wo kriege ich jetzt eine scheißgelbe Schlüsselkarte her? Oha. Nee. Hallo. Suche Schlüsselkarte.exe. Okay, ich gehe einfach mal hier hinten lang. Uah. Nein, lass mich in Ruhe. Hier ist eine gelbe Schlüsselkarte. Ich kann nicht aufmachen. Doch. Schade. War doch keine Schlüsselkarte. Aber das wollte ich ja noch gar nicht. Egal, wenn ich ein bisschen schneller bin, suchen. So, hier hinten war vorhin ein Raum. Da ist aber nichts drin. Und hier oben. Ach, da ist ja was. Ich wollte gerade sagen, dieser Raum hier hinten muss irgendwas weggehabt haben. So, was ist hinten eigentlich? Oh. Ein bisschen Rüstung ist hier hinten. Alter. Kommt mir so nur so vor oder stockert der Rechner as fuck? Aber wahrscheinlich weniger von Texturen.
Siehst du? Genau deswegen nehme ich mir 24 Bilder pro Sekunde auf, weil mehr schafft mein Rechner sowieso nicht. Kommst du, Papi? Jawoll! Dann muss ich das Ding aber auch einsetzen können. Heißt also, ich muss irgendwo hin, wo wir cleaner sind. Oh, das ist hier nirgendwo der Fall. Auch nicht. Hier geht's weiter. Lol, das sieht aber geil aus. Das wiederum sieht jetzt nicht geil aus. Das hier auch nicht. Die kommen aus dem Boden raus und gehen unter den Boden wieder. Sag mal, sind das hier tektonische Platten oder was? Das hat doch nichts mehr mit Physik zu tun. Achso, scheiße, meine Zeit ist abgelaufen. Ich muss auf meine Zeit achten. Okay, wo muss ich denn wohnen? Ich gehe am besten zurück und... Nee, wohin muss ich eigentlich? Da ist was. Danke. Wow. Aha. Aha. Als wenn ich es geahnt hätte. Na gut, ich speichere mal ganz kurz und ja, doch, ich hole mir gleich mal das Neue hier. So, ist hier noch irgendwas, wo ich hin muss? Also hier ist zu. Da ist auch zu. Ich habe jetzt die gelbe Karte. Das heißt also, ich kann hier durch die gelbe Tür, ne? Ja. Oh. Was ist hier? Hier sind die Dinger, die kann ich gerade gebrauchen. Ah, okay, okay. Das macht Sinn. Ja, komm, komm. So, ja, hier kann man auch rein. Hier sind auch Monster. Oh, und da ist ein Schalter. Dann drücke ich den gleich mal, bevor mein Feld abgelaufen ist. Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich hier durch? Ah ja. Diese Brühe hier da ist mir zu viel Gemüse drinne. Siehst du? Diese Kackbrühe ist schon so gesund, dass ich davon Schaden bekomme. Ach so, hier bin ich jetzt wieder. Okay. Ja, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Ach so, hier ging's rein. Da war blau. Ah, das ist blau. Hab ich ja jetzt. Gut, dann geh ich da mal rein. Bam. Sieht sehr sicher aus. Bücherregal haben wir auch schon. Und hier ist eine schicke Waffe. Hallo. Das hilft für eine Waffe. Speichern und mal abfeuern. Oh! Oh! Wow! Alter, sieht die geil aus! Also nicht die Waffe, sondern das Licht. Guck mal, wie da rumblitzt! Sieht das geil aus! Okay, Secondary Fire hat die Waffe nicht. Frag ihn, welche Mods. Ich guck mal kurz nach. Weapons. Ich weiß noch immer, wie die heißt. Static Rifle ist diese weiße Waffe. Vortex Rifle. Was ist die hier? Wo sieht man wie eine Waffe? Achso, vielleicht sieht man das so. Lightning Gun. The Firepower is shocking. Ja, ich bin auch geschockt. Lightning Gun, da. Induktiv Clamp. Change to not consume ammo. Was? Lol.
Das erhöht die Reichweite. Der Ampfiller erhöht jetzt Damage. Und das kann ich nicht lesen. Bolt Buddy. Was ist das denn? Wie gesagt, mein Englisch ist nicht so gut. Also die meisten Sachen kann ich lesen, aber das Wort jetzt hier kenne ich gerade nicht. Beam Bounce to Nobody Enemies to Impact. Oh, damit verschießt sich scheinbar so eine. Also jetzt habe ich ja praktisch sowas wie ein Blitz, also ein Strahl. Oh, ich verbrauche doch noch Ammunition. Egal. Und mit diesem anderen Ding, also mit dem Ding hier, verschießt sich dann wohl anscheinend so eine Kugel. Ach, ist immer sekundär. Ja, ist immer sekundär. Boah. Ach, bei dem Sekundärfeuer verbrauche ich jetzt keine Munition mehr. Ja, das ist geil. Okay, Leute, ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe eine neue Lieblingswaffe gefunden. Kostet doch gerade nur 2000. Alter, das gefällt mir. Wow. Mein Rechner stockert gerade as fuck. Okay, ich kann es aber nicht einsetzen. Wow, was ist das denn? One second side of Lalilu. Habe ich das nicht gerade gekauft oder was jetzt? Doch, habe ich. Change to not consume ammo. Ist doch! Hä? Kann man wechseln? Bin ich jetzt bescheuert oder so? Oder war das jetzt das hier? Das macht überhaupt keinen Sinn. Add secondary fire. Beam bounce to nobody enemies on impact. Hä? Aber das würde bedeuten, dass wir jetzt mit der Waffe... Hä? Wollt ihr mich verarschen? Schau mal, ich verbrauche hier jetzt keine Munition. Ja? Dafür steht hier aber gar nichts. Hier steht, Beame, ja, was, wie man baut, ein Zwölfmodell, keine Ahnung. Beame irgendwas zum naheliegenden Gegner on impact. Ah, vielleicht heißt das, dass ich das nur dann eintritt, wenn ich tatsächlich einen Gegner treffe. Aber das hier, Chains to not consume ammo. Alter, man sollte auch mal richtig lesen. Alter, was hab ich denn hier gelesen vorhin? Okay. Also, ja, es wird erstmal ein bisschen. Also, jetzt verbrauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Letzte Mal. Nee, verbrauche ich gleich. Ah! Doch, ab und zu pausiert er ein bisschen. Heißt also, ich verbrauche damit weniger Ammunition. Hätten die auch einfach mal so schreiben können, oder? Okay. Ah, komm, lass. Ist jetzt egal. Also, ist nein. So, okay. Ich dachte, ich habe eine neue Lieblingswaffe. Aber das Handbuch zu der Waffe ist mir dann doch etwas zu kompliziert. Warum müssen Handbücher auch immer auf Japanisch sein? Ich meine, ich mag japanische Animes, keine Frage. Aber Waffen auf Japanisch? Das ist mir zu chinesisch. Das grieche ich nie raus. Klingt wie Französisch rückwärts. Okay. Oh. Ach du Kacke. Ja, nein. Ja, schieß du mal. Wo schießt du denn? Was machst du eigentlich? Warum? Hallo? Halt. Stopp. Nein, aus jetzt. Ich habe die falsche Waffe. Ja, Mutter. Ich will gerade die Waffe wechseln. Okay. Komm. Dann nehme ich mal doch die Waffe. Die hier. Ich gucke jetzt einfach mal, wie stark die eigentlich ist, ne? Boah, geht eigentlich. Boah. Oh, ich bekomme gerade mal 10 Stück. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Also, was war jetzt hier? Ach, scheiße, die Tore haben wir auch geöffnet. Oh mein Gott. Wenn man denkt, man hat es geschafft. Und alles, was man geschafft hat, ist ein Herzinfarkt zu bekommen. Boah, Alter.
sind auch schon wieder welche. Leute, Munition ist für alle da. Komm ich da hinten ran oder was jetzt? Ja gut, das war jetzt natürlich ein bisschen... Ah komm, ganz ehrlich. Fuck the shit off. Wow. Ach ja, ich regeneriere ja, wenn ich diesen blauen Kreis habe. Das heißt also, ich kann hier schön auf Damage gehen, ja? Richtig schön den Leuten eine reinhauen. Wobei die Wirkung jetzt leider schon vorbei ist. Schade. Aber ich glaube, ich habe einen Großteil der der entsprechenden Arschlöcher hier. Und er ist weg. Besiegt habe ich jetzt schon so ein bisschen so. Oh! Das gefällt mir. Habe ich hier Gegner noch so viel rumstreuen? Nein. Was hat mir denn jetzt der Ort gebracht? Also da ist schon mal eine Munition, die muss ich aufsammeln. Okay. Ich dachte, das ist ein Secret. Hier ist aber gar nichts. Oder muss ich jetzt rüberspringen wie so ein kleiner Indianer? Na, mit der Spinne kann ich beschuldigen. Also das ist Bullshit. Okay, okay. Ich lasse mal das hier nochmal sein. Das meine ich noch. Ich nehme das Ding mal noch nicht. Ach komm. Alter, die Stadt muss ja riesengroß sein. Der braucht ja ewig nach einem Laden. Ich nehme erstmal das hier. Dann gehe ich mal hier rauf. Und versuche jetzt hier rumzuspringen. Aha, da oben ist nämlich ein Gitter. Und ich habe gerade verkackt. Ich kann nur einmal springen? Wieso kann ich nur einmal springen? Ich kann mehrmals springen. Ich kann, hä? Oh Leute. Was ist denn jetzt hier los? Eins, zwei. Ja, ich kann zweimal springen. Wieso kann ich da drin nicht zweimal springen? Da wollte ich mich verarschen? Das ist jetzt, das führt ja schon unter Diskriminierung. Ja, jetzt, hä? Oh, Alter, kommt. Nein! Also, wenn ihr euch fragt, warum ich so oft neu lade, diese Dinger verschwinden nach einer Zeit. Halt also, je länger ich drin rumeier, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Dinger despawnen. Und da ich nicht weiß, wann die despawnen, lade ich lieber neu, bevor sie despawnen. Geht doch! Geht doch! Sag ich doch, ist ein bisschen. Ja, jetzt. Ja, wo geht's hin? Schnell! Hallo? 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 Da geht's nicht weiter. Hier geht's runter. Achso, hier bin ich jetzt. Wow! Alter! Oh, hier, jetzt öffnet sich wieder irgendwas. Ich hoffe, keine Fallen. Nein, nein. Hier ist auch noch was. Dankeschön. Kann ich nicht gebrauchen, warum auch immer. Ja, wow. Danke doch, ist weg. Oh. Da oben ist die rote Karte. Okay, komm, fuck auf, ganz ehrlich. Ich weiß jetzt, wo das Secret ist. Von daher machen wir es ein bisschen anders. Jetzt schon schnell die rote Karte. Holen wir dann das Ding hier. Und jetzt instant zur roten Tür. Wobei die Spinne echt auch schon ganz schön langsam ist. Also echte Spinne ist wesentlich schneller. Wenn ihr schon mal so eine Vogelspinne auf euch zurennen habt, Sesam öffne dich, dann wisst ihr, wie schnell so eine Kackviecher sein können. Aber meine Sprint-Taste funktioniert hier gar nicht. Das ist echt schlecht implementiert. So, ich hoffe, dass hier jetzt ganz viele Gegner kommen. Damit sich die ganze Kacke auch lohnt. Ah ja, es geht. Es hält sich in Grenzen. Ah, wobei, doch, doch, oh, okay, doch, es lohnt sich, Ich nehme alles zurück. Es lohnt sich richtig, Extremo. Hallo? Einfach mal sterben hier. Was geht hier eigentlich? Ja, wenn sich das noch nicht gelohnt hat.
Und nur mein Fett ist leider vorbei. Jetzt muss ich rennen. Jetzt muss ich rennen. Okay. Okay. Na komm. Komm doch. Noch keiner da? Oh, ich hab gerade umgebracht. So, okay. Und jetzt kann ich mich um das Secret kümmern. Weil jetzt habe ich alle Zeit der Welt. Er ist da verhindert. Da liegt Raketen. Brauche ich aber nicht. Okay. Kann ich noch rüber? Nein, kann ich nicht. Was für eine unrealistische Scheiße. Sind die noch Secrets? Nein, sind sie nicht. Da ist noch ein bisschen happig, aber. So, meine Lightning Gun. Wo ist die jetzt? Mir fehlt doch was. Wieso kann ich die Dinger der Serie nicht aufsammeln? Er geht doch. Hä? Hä? Gerade konnte ich nicht aufsammeln. Bin ich jetzt bescheuert oder was? Ich will nach Hause. Ich hab keinen Bock mehr. Nein. Okay, ich bin wieder so frustriert. Nach diesen beiden Maps spiele ich jetzt mal wieder Back to Saturn. Dann werde ich davon wieder frustriert. Dann spiele ich wieder zwei Maps Extermination Day. Bis ich wieder davon frustriert bin. Und so weiter und so fort. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Gott. Och Mann. Also hier ist irgendwie eine Stufe drinne. Ach ja, seht ihr? Da. Da, diese Stufe, seht ihr die? Und genau deswegen kann ich nicht lang. Liebe Grüße an die Map-Designer. Ihr habt Scheiße gebaut. Riesengroße, mit Apfelmus gefüllte Scheiße. Oder soll so sein? Die wollen mich ärgern, die wollen mich provozieren. Die machen das alles mit Absicht. Ah, okay. Ich nehme alles zurück. Die Waffe hier. Deswegen konnte ich die hier nicht mehr auffüllen, weil die mich praktisch schon aufgefüllt hat. Achso, ja, Schalter. Na, das macht Sinn. Das macht Sinn. Aber ich die mir jetzt umsonst aufgesammelt, weil ich hätte sowieso die Waffe da bekommen. Erster Fehler. Oh, wo geht's jetzt hin? Ja, speichern. Ja, na, perfekt. Ich guck mal in den Himmel. Oh. Okay. Ach, hier ist ein bisschen Munition. Bin ich allerdings bereits voll. Ein bisschen Rüstung wäre nett. Hier ist ein Schalter. Wofür auch immer der ist. Ich habe keine Ahnung. Was? Wow. Wow. Ach, hä? Moment mal. Ich hatte Rüstung? Oh. Ich bin mir aufgefallen, wo ist die Rüstung her? Ach, ja klar, durch Secret. Stimmt ja, ich war ja gerade, da war ja auch eine Rüstung. Und zwar eine gute, eine 200er Rüstung. Und von der habe ich jetzt schon wieder 6 verschwendet. Mein Messi-Herz blutet. Mein Messi-Herz ist so am Pochen. Ah. Aber wie wir gerade gesehen haben, bekommen wir Nachschub. Ey, von hier oben sieht man richtig, dass das einfach nur ein Muster ist. Da ist rot, da ist rot, da ist rot, da ist rot, da. Also ganz ehrlich, der hätte ruhig mal ein bisschen eine etwas größere Textur nehmen können. Weil von hier oben sieht das echt scheiße aus. Ich guck mal kurz, ob von unten besser aussieht. Ah, auch von hier unten lässt es sich schon erahnen, dass es eine gekechnete Kacke ist. Aber gerade von oben sah es richtig scheiße aus. Ehrlich. Da oben ist was. Achso. Munition ausschließlich hierfür. Ist ja schade. Da oben ist auch noch was. Wow. Wenn mal Leute, ihr habt wohl keine Ahnung von Technik. Das hier könnt ihr in den LKW rein und nicht rauf. Habt ihr bei eurer Ausbildung gepennt oder was? Hab ich die Waffe schon? Ist das die Waffe? Ja doch, ist die Waffe. Ja. Ja, na gut. So, komme ich jetzt hier wieder oben rauf oder muss ich da wieder rein? Ich spreche mal ganz kurz. Achso, oh, das war ein Secret. Habe ich eigentlich alle Secrets? Ich habe 3 von 4, okay. Aber habe aber noch ein bisschen Strecke vor mir hier hinten zum Beispiel. Sieht so aus, oh, da kommt eine ganze Menge. Oh oh. Ah gut, wir haben gerade nur 2/3, also etwas mehr als die Hälfte, nein, ich komme nicht drauf, etwas mehr als die Hälfte der Gegner.
Hallo? Hallo? Muss ich hier hin? Nein? Wie aktiviere ich denn den Fahrstuhl? Wer hat hier eine Fülle aktiviert? Ach ja, hier war ein Schalter irgendwo. Da. Aha. Aha. That makes sense. So, jetzt bin ich hier. Von hier aus kann ich. Also auch hier sind. Hä? Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, dass es einfach nur gecachelte Textur ist. Aber von hier oben sieht man es richtig extrem, dass es gecachelt ist. Ah. Jetzt kann ich von oben auf die Mitdesigner herabgucken. Hast du Scheiße gebaut, hast du? Ich sehe alles. So, 93 habe ich. 6. Ah, okay. Okay. Verstehe ich auch nicht. Mal bekommt man davon 2 Punkte, mal bekommt man davon 3 Punkte. Mal bekommt man davon auch Punkte wie die Milka-Kuh. Dann kann ich hier rauf? Ja, ich kann hier rauf. Da ist nämlich eine Secret. Zumindest entdecke ich mal, dass das eine Secret ist. Okay. Wow, das war knapp. Das war aber kein Secret. Schade. Nein, komm, Mann, nur. Oh Mann, nur, ich muss schon wieder rein. Klick. Klack, boom. Danke. Na? Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Muss ich überhaupt wieder hier rauf? Oder war es das jetzt hier oben? Also ich muss da hin. Da sind dann noch. Achso, ich muss da rein wahrscheinlich. Und hier ist eine Brücke. Muss ich da rein? Ach komm, ich mir einfach alles mit. Wow! Hilfe! Wow! Okay, ist eine schöne Abschlussvorrichtung hier. Kommt mal her. Wo seid ihr denn jetzt alle? Hä? Ach da. Oh oh, ach Mann, ich stehe hier genau in der Abschlussliste. Abschlussliste. Ich habe über 50 verloren. Wow. Wo seid ihr eigentlich alle? Hä? Ach, von da schießt der. Na komm her, komm her. So. Dann machen wir es jetzt mal politisch korrekt. Nein. Na. Boah, jetzt muss ich wieder hoch. Ich kack mir einen Schuh. Da! Das gibt's doch gar nicht. Doch, gibt's doch gar nicht. Okay, da sind wir wieder. Oh nein! Sauber rüberspielen. Okay. Dankeschön. Na! Na! Oh Mann, oh! Wow! Nein! Ich bekomme immer weniger! Nein! Hallo! Boah, jetzt ist aber gut jetzt. Jetzt ist aber. Also. Jetzt klick doch mal. Speichern. Danke. Nein, interessiert mich nicht. Gibt es hier noch stärkere Gegner oder was jetzt? Oh, hier sind auch wieder Texturen. Ich dachte, die Zeit sind vorbei. Hier sind starke Gegner. Starke Gegner. Oh, hier ist der richtig starke Gegner. Eine Waffe. Hier geht's da hier runter. Geronimo! Boom, Headshot. Hier geht's irgendwo lang. Boah, also die fällen ja auch überall diese Touren. Och nö! Nee.
Das bringt also nichts. Oh. Dann gucke ich mal noch mal, wo ich hier. Da war ja noch eine Brücke, wenn man darauf kommt. Hoffe ich doch mal. Also hier kommt man auf jeden Fall rauf. Ich bezweifle, dass ich darüber komme. Das habe ich irgendwie im Gefühl. Es sei denn, es gibt hier für Doom for Doom ein Spider-Man-Mob, eine Spider-Man-Mod, so rum. Das wäre ultra nice, aber ich bezweifle das. Jetzt habe ich aber allerdings ein Problem. Wenn ich jetzt hier runterspringe, kriege ich auf jeden Fall Schaden, sodass ich sterbe. Ein Abstieg da hinten, da überall viele Texturen. Mann, ich dachte, diese Zeit war vorbei mit den vielen Texturen. Sieht ja ultra scheiße aus. Okay. Also eine kleine Bitte an die Designer dieser Mod. Bitte lagert alle Texturen einfach in Extermination Day ein. Ich hoffe, es sieht dann besser aus. Na, oh, kein Fallschaden bekommen. Das ist aber nett. Ja gut, ich meine, bei der Höhe hätte ich jetzt so nicht so viel Fallschaden bekommen wahrscheinlich. Nur so 300. 350 wahrscheinlich. 352 Fallschaden hätte ich wahrscheinlich genau bekommen. Dann wäre ich genau gestorben. Okay, also es scheint, dass ich mal wieder mit der Raketentechnologie hier rumschießen soll. Komm her, wo bist du denn? Ja, wissen die. Hallo? Da hinten. Boah, Alter, muss ich ja ganz nah ran, damit ich die treffe. Komm. Wow. Das war nicht nett. Boah, Alter. Die pfeffert ja wie meine Oma, wenn die Apfelkuchen backt. Ja! Nein! Fuck! Jawoll! Okay, ich hole mir aber erstmal die Raketen. Und dann hoffe ich, dass ich mit der Spinne, also mit dem Spinne, damit ich dann irgendwas anfangen kann. Ich habe schließlich noch bis zu ein Fünftel aller Monster habe ich hier noch. Von daher hoffe ich, dass ich mit dem Spinne, mit der Spinne irgendwas anfangen kann. Am geilsten wäre es natürlich, wenn jetzt noch ein Cyberdemon kommt. Weil dann würde sich das Ganze auf jeden Fall lohnen. Wow. Wir haben ja einfach die Textur von der alten Minigun genommen. So sieht die Minigun bei dem originalen Doom 1 und Doom 2 aus. Also die Spinne ist ja auch so langsam, wie hier diese Spider-Master meint. Bin ich überhaupt richtig? Also hier geht's rüber. Ach, da ist ein Loch. Okay. Da ist ein Loch in der Wand. Und jetzt? Da ist auch wieder ein Loch. Okay. Den Zaun kann ich nicht zerstören, aber ich komme hier durch. Da geht eine Straße lang und hier geht eine Straße. Ach so, da ist wieder der Gegner. Da hinten ist zu. Ich hoffe mal, ich muss hier lang. Die Seite ist fast abgelaufen. Es bringt also sowieso nichts mehr. Ist das behindert? Mann, warum läuft die Zeit immer so schnell ab? Ja, wow, genau da kommen jetzt die ganzen Gegner. Oh, ist das behindert. Ist das scheiße, ist das... Wow, mein Rechner schaut aber ganz schön jetzt gerade hier. 16 Bälle pro Sekunde, willst du mich verarschen? Was ist denn hier los? Achso, weil die kann alle aufeinander feuern. Ja, ich lasse die erstmal feuern. Ich lasse die erstmal alle zusammen feuern. Komm. Nein, nicht zu mir gehen. Nichts, doch, die gehen alle zu mir. Die gehen alle direkt zu mir. Na, genial, Mama mi, Mama. Hä, schießen noch welche? Nee, ne? Die schießen gar keine. Doch, die schießen. Schießt der hier auch? Ja, der schießt auch. Lol, die Panzer schießen, aber ich krieg die Punkte dafür. Na gut, ich versuche. Das ist das, was ich als Fairness bezeichne, ja? Das ist die absolute Fairness, die man kaum kann.
Ist da niemand rum? Perfekt. Oh, da gehen ja Mama, Mama, Mama. Ja, oh, da ist ja auch noch eine. Ja, kommt hinten noch was? Hinten ist so offen. Der Scheißding ist so langsam. Egal wo ich hinkomme, bevor ich angekommen bin, verschwindet die Demon rum wahrscheinlich wieder. Was für eine verwinkelte Scheiße. Da geht's weiter, oder? Ja, ja. Oder auch nicht? Nein. Mann. Mir fehlt noch ein Secret irgendwo. Irgendwo muss noch ein Secret sein. Andererseits habe ich mittlerweile so viele Punkte zu früher, die schon wieder fast egal ist. Und das ist, weil ich gerade 100% habe. Na gut, weil ich ja keine Ausgaben mehr habe. Komm, verpiss dich. Ich will noch die hier benutzen. Perfekt. Die ist wieder nicht schneller, hör mal. Mit der kann ich. So ist normal und so kann ich abbiegen. Ich guck nochmal hier rum, ob hier noch was ist. Nein. Dann ist es aber interessant, wo die restlichen Monster sind. Weil irgendwo müssen noch Monster sein. Ah komm, fuck off. Ich gehe erstmal dahin, wo die ganzen Soldaten waren. Vielleicht ist da hier noch was. Vielleicht sieht das auf die Monster. Hä? Hä? Bist du ein Monster? Bist du ein Monster? Du wirst aber kein Monster sein. Oder du? Bist du noch ein Monster? Monster. Es gibt noch mindestens 3 Imps und einen Revenant. Schade. Tut nicht, als wenn ihr reden könntet. Ihr könnt nicht reden. Wow. Wow. Lol. Ey, ich bin kein Monster, ich bin ein ganz lieber Mensch. Guck mal gleich hier. Tada! Prinzessin aus der Erbse. Wobei ich eigentlich gerade eher die Prinzessin war, die vom Frosch. Andersrum. Der. Was? War die Prinzessin ein Frosch oder war der Prinz? Ja doch, doch, genau. Der Prinz war ein Frosch und die Prinzessin musste den Frosch küssen. Was sehr erotisch war. Oh. Als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, PS, ich habe ihn noch nie gesehen, bin ich instant gekommen. Wie sie ihm einfach die Zunge reingesteckt hat. Wie sie praktisch mit ihrer Zunge den Magen von dem Frosch ausgeleckt hat. Können wir bitte das Thema wechseln? Ich verstecke mich mal kurz. Okay, da bin ich wieder. Hallo. Wo ist er eigentlich hin? Muss ich hier durch? Lass mich rein. Ich bin Arzt. Das sind diese Patienten. Die müssen gerettet werden. Ja. Geht da weiter? Man sieht nichts. Da geht's weiter. Non-administrative. Joint this point. Also ich finde, gibt keine Administration. Oh. Talk to the Marine Captain to... Talk to the Marine Captain to access the level. Und wer ist jetzt wieder Captain? Hallo? Komm mal her, du Arsch! Ich hab gehört, du hast wieder Sagen? Ach da! Hat einer eine rote Kippe, eine rote Mütze. Also eine rote Kippe, da. Erstmal gucken, hier ist zu viel Scheiße rum. Aber ich kann nichts davon gebrauchen. Na gut. Dann... soll ich jetzt mit dem reden oder wie? Oh! Das war mein kurzes Gespräch. Ich meine, er hat mir zwar seine gesamte Lebensstory erzählt, aber ich glaube, ich habe nicht zugehört. So, quick save over your game named... Ja. Einmal speichern. Dankeschön. Hey, Momentchen mal. Bei dem Original Brutal Doom, also bei der alten Map, meine ich jetzt, ist ja hier auch Original, aber bei der alten Map, meine ich jetzt, da hatte ich an dem Punkt, wurde ich von Leuten begleitet. Man hat mir welche mitgeschickt. Aber hier komme ich gar keine. Na gut. Und das können wir uns alles in der nächsten Map angucken, im nächsten Level, in der nächsten Aufnahme. Von daher würde ich mal sagen, schau mit V und... Ich hoffe, ich kriege keine Lizenzprobleme mit Gronkh, weil ich seinen Schau mit V klaue.